Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder was von Schleich für euch und zwar aus dem Horse Club, die mobile Tierärztin mit Hannoveraner Fohlen. Da ist das Kleine auch schon und die Tierärztin, die hat einen Tierarztwagen, also ähnlich wie ein Krankenwagen. Das Ganze lässt sich ausklappen, geeignet für Kinder ab 5 Jahren bis ca. 12. Die Seriennummer lautet 42370. Wir werden jetzt mal das Set gemeinsam auspacken und es uns genauer anschauen. Das hier ist jetzt unser Tierkrankenwagen. Da fehlen allerdings noch die Räder. Die müssen wir noch extra ranbauen. Also einfach hier draufsetzen und dann kann unser Fahrzeug auch schon rollen. Das Auto lässt sich übrigens ausklappen. Dann können wir komplett in den Wagen hineinschauen. Und man hat natürlich auch noch ein Verdeck für das Auto. Das kann man hier auch einfach einsetzen. Ähnlich wie bei Playmobil-Autos. Schauen wir uns mal das Hannoveraner Fohlen an. Das ist noch wirklich ziemlich klein und bekommt noch zusätzlich dann diesen Halfter hier umgelegt. Erstmal das Maul durch, dann die Ohren. So, dann kann nämlich auch die Tierärztin das Fohlen führen. Hier auf dieser Rampe kann dann das Fohlen hochgehen und auf dieser Ladefläche dann behandelt werden. Mit dabei waren auch ein paar Sticker. Damit können wir dann noch unseren Tierarztwagen verzieren und verschönern. Das ist dann für den Computer. Hier gibt es noch ein paar Herzen. Außerdem ein Röntgenbild. Dann so eine Übersicht, die Anatomie des Pferdes, also die Hufe, die Beine, natürlich auch die ganzen Organe und so weiter. Hier haben wir noch ein paar Pflaster, Kennzeichen für das Auto, Lichter und all die Sachen werden wir jetzt einkleben. Mit dabei war auch noch diese Lampe hier. Ich glaube, die steht auf einer Mülltonne. Die kann man hier hinten so hinstellen, dann kann die Ärztin auch gut irgendwelche Verletzungen oder irgendwas anleuchten. Das hier ist unsere Tierärztin übrigens. Hat einen geflochtenen Zopf, einen weißen Kittel an und hier auch ein rotes Kreuz. Sie hat außerdem noch ein Stethoskop, damit kann sie dann das Fohlen abhorchen, wie das Herz schlägt. Einen Arbeitsplatz, den kann man dann hier hineinstellen. Dazu gehört dann noch ein Laptop, hier kann sie dann auch nochmal das Röntgenbild sehen. Das Röntgenbild gibt es allerdings auch noch mal in groß und auf der anderen Seite dann halt die Anatomie des Pferdes, also wie das Pferd so aufgebaut ist und so weiter. Das kann man einfach hier so einhängen. Dann haben wir noch ein paar Äpfel, damit wir das Pferd damit belohnen können. Einen Arztkoffer, da können wir dann zum Beispiel eine Spritze hineintun oder auch eine Bandage und man kann natürlich auch noch seinen Fohlen untersuchen. Dazu gibt es hier so einen Notizblock. Da kann man dann reinschreiben, was das Fohlen hat, wie man es behandelt hat, ob man dem Fohlen vielleicht eine Medizin gegeben hat, eine Spritze, ob man das Fohlen bandagiert hat und ob es gefressen hat und so weiter. Das kann man dann einfach beim Spielen ausfüllen, wenn man möchte. Und wir haben hier zu guter Letzt auch noch einen kleinen Hocker. Da kann sich dann die Tierärztin draufsetzen. Und wenn das Fohlen verletzt ist, vielleicht irgendwie sich geschnitten hat oder so, dann können wir da noch ein kleines Pflaster drauf machen. So zum Beispiel. Das lässt sich auch ganz einfach wieder abziehen. Und dann haben wir unser kleines Hannoveraner Fohlen verarztet. Ich hoffe, mein Video zu der mobilen Tierärztin mit dem Hannoveraner Fohlen hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!